So, ich wollte euch heute mal eine kleine Einführung in das Nano Studio geben. Das liegt hier als Universal App jetzt auch fürs iPad vor. Das ist die 1.3.2er Version. Ihr könnt hier oben in der Leiste hier oben zwischen den einzelnen Tracks hin und her schalten. Und ob der Mixer, der Drum Sampler und der Eden Synth, die Songstruktur. Der Mixer und unter Manage findet ihr die verschiedenen Settings, könnt neue Files öffnen und auch exportieren etc. Wir machen mal einen neuen, der heißt Versuch. Okay. Es startet immer mit dem Drumpad, mit dem Standard-Kit. Da liegt noch ein bisschen Halt drauf, habe ich gerade gehört. Ihr könnt hier in der Home die ansteuern, unter Editieren, dann die einzelnen Pads editieren und unter Output legt ihr die drei Kanäle fest, auf dem der Drumcomputer rausgeht. Ich mache hier mal den Hall raus, der war hier noch etwas drin. Jetzt ist er draußen, jetzt ist er trocken. Ich reduziere unter Song, reduziere ich hier den Loop mal auf zwei Takte und standardmäßig sind 120 BPM eingestellt. Ich gehe zurück zu dem Drummy, mach mal Record, Vorzähler. Das ist die erste Aufnahme. Ihr habt schon gehört, eben gerade vielleicht, dass das sich direkt quantisiert hat. Die Quantisierung ist auf 16 gestellt. Hier bei Home könnt ihr unter anderem die Autobeat-Funktion aktivieren. Machen wir mal auf Achtel, ein bisschen leiser und dann läuft das jeweilige Pad durch. Sechzehntel. Beispiel mal bei den Achtel, mach es ein bisschen leiser und nimm noch die Hi-Hat dazu auf. So. Die habe ich jetzt hier als MIDI-Noten in der Songstruktur hier schön zu sehen. Okay. Den kopiere ich jetzt. Ich hätte gern viertaktigen Loop. Ist der schon markiert? Kann man hier unten direkt Copy machen. Er kopiert direkt hinten dran und ich mache den Loop länger. Dann habe ich insgesamt dann vier Takte. Gehen wir zurück. Nehme mir einen Eden Synth. Suche mir einen gescheiten Sound, der mir gefällt. Okay, dann nehmen wir doch den nur direkt. Ich lasse es mal so. Dann findet ihr die Aufnahmen, die ich jetzt gemacht habe, auch hier wieder mit den MIDI-Noten hier drin. Könnt ihr auswählen, könnt ihr länger und kürzer ziehen. Da kommen wir später noch dazu. Ich lasse es einfach jetzt mal so hier drin stehen. Gehe auf einen zweiten Eden. Nehmen wir mal einen Bass-Sound. Tiefe. Okay. Unter Undo könnt ihr das letzte, was ihr aufgenommen habt, wieder stornieren. Das ist der letzte Record-Take. Sobald ihr ihn unterbrecht, ist das der letzte Take. Könnt ihr wieder eine Undo-Funktion machen. Ich mache jetzt nochmal auf.
Und der erste ist viel zu laut. Wenn ihr hier oben bei diesen Tracks hier seht, hier ist ein Edensynth drin. Den wollt ihr nicht haben, ihr wollt dafür jetzt einen Drum-Sampler einfügen. Drückt ihr hier lange drauf, haltet den. Dann kommt hier die Auswahlmenü. Ich nehme den TRG, sag in Ordnung, das ist der MIDI-Kanal 4. Und jetzt ist anstatt des Edensynths der Drum-Sampler hier drin. Ich gehe in den hier rein, importiere mir eine neue Bank, in dem Fall einfach eine 909, damit da ein bisschen mehr Druck reinkommt. Den Clap, den würde ich gerne auf einen anderen Kanal rauslegen. Da kann man hier auf den Outputs gehen. Da haben wir hier die drei verschiedenen Ausgänge von dem Drum Sampler. Ich editiere mal den Clap und sage hier, er soll nicht auf Bus 1, sondern auf Bus 2 rausgehen. Das ist der Bus 2 und der kriegt jetzt ein Delay. Das sieht man auch jetzt hier. Das ist der komplette 1, 2, 3 Ausgänge von dem Drum Sampler und der hier. Hat jetzt hier das Delay als Send drin. Da machen wir mal einen Kompressor rein in die Bassdrum und in die Snare Drum. Noch einen Kompressor rein, und zwar ist das der Kanalzug 1 von dem TRG 4. Da kommt ein Kompressor rein. Ordnung. Die Hi-Hats von dem Standard-Drumpad hier, die Hi-Hats, können wir auch hier oben reinmachen, nehme ich jetzt auch mal in einen separaten Kanal, hier in den Mixer-Kanal 2, Ausgang 2, hier raus kommt er dann, also gehen wir wieder zurück in den, editieren die Hi-Hat, sagen die Hi-Hat geht auf Bus 2 raus, genauso wie der hier, geht auch auf Bus 2 raus. Und damit haben wir die Hi-Hats hier separiert. Und da kommen jetzt ein Hall dazu. Lange auf Plus drücken. Reverb ist in Ordnung. Einen kleinen Raum. Ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Einblick geben können. Und ich bin raus. Tschüss.